Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valiant Hearts. Ich war gestern das letzte Mal im Spiel drin, habe 4 Videos gemacht, muss jetzt mal gerade schauen, wo wir waren. Ich glaube, wir waren irgendwo im 2. Kapitel angekommen und das hat 9 Monate vorher gespielt. Geschundene Erde. Genau, 9 Monate zuvor. Schauen wir uns das gerade nochmal an. Anna studierte Tiermedizin, als der Krieg ausbrach. Die Deutschen standen nur noch 30 Kilometer vor Paris, als ein Brief ihres Vaters sie erreichte. Er sei bei guter Gesundheit, doch bitte er sie inständig, das Ende des Krieges abzuwarten, bevor sie nach Hause komme. Doch Geduld gehörte nicht gerade zu Annas Stärken. Okay, das habe ich schon im letzten Video gemacht. Ich hoffe, dass das jetzt recht flott klappen wird. Schnappt ihr den Schlüssel. Machen wir hier schon mal auf. Muss ich auch neu die Sachen einsammeln? Nein. Einmal gefunden, sind sie wohl da. Das heißt, da hinten liegt auch nichts mehr. Doch, das liegt da wieder. Seltsam, ne? Ah, aber weil ich es nicht eingesammelt habe, sondern nur runtergebracht habe schon. Okay. Oh, Moment. Wir nehmen uns ruhig schon mal was mit. Ja. Taxis Animal. Genau, das hatten wir. Das habe ich auch schon vorgelesen, was da war. Ein Werkzeug. Was können wir damit wohl machen? Okay, wir müssen das erstmal reparieren, das Teil, und dann damit abdackeln. Es fehlt Wasser. Hier will sie Wasser haben zur Kühlung. Hier will sie, dass ich den roten Knopf drücke. Wieso macht sie es dann nicht? Ah, seht ihr das X auf diesem Schraubenschlüssel? Vielleicht kann ich irgendwas mit... Ist das ein X-Schraubenschlüssel? Da brauche ich ein Dreieck für und da brauche ich ein Viereck für. Müssen wir also erstmal finden. Ah, und hier liegen sie auch. Die lagen ja eben noch nicht, oder? Okay, wir nehmen erstmal das Dreieck. Was gar nicht da ist. Hier ist auf jeden Fall ein Viereck. Damit können wir schon mal das wieder runterlassen. Sehr schön. Das ist ein Dreieck. Aber Dreieck war hier gar nicht. Geht das vielleicht als Dreieck durch? Ja. Wasser haben wir. Aber wo tun wir das Wasser jetzt rein? Können wir das Fahrzeug irgendwie schon umsetzen? Nee, ne? Wir brauchen also irgendein Behältnis dafür. Wie das hier zum Beispiel. Geht aber nicht. Ah, guck mal, selbst die Tauben haben eine Ausrüstung dabei und irgendwelche Kriegshelme. Oh, da hat einer Zahnschmerzen. Und er hatte aber was Wichtiges dabei. Oh, das ist die Uhr, die wir runtergehauen haben. Uhr mit zerrissenem Armband. Eine Uhr mit einem Armband, das von einer Motorkurbel zerrissen wurde. Bevor die Zündung mit Hilfe einer Batterie erfunden war, wurden Automotoren durch das Drehen einer Anlasskurbel gestartet. Wenn der Motor dann ansprang, musste der Kurbelnde den Griff schnell lösen, da sich die Kurbel sonst mitdrehte und böse Verletzungen verursachen konnte. Aha. So. Wo war das Kind am Schreien? Auf jeden Fall hatte die Mutter da eine Flasche, die ich gerne hätte. Mit der Wasser reintun kann. Oh. Was muss ich machen? Schnell A drücken? Ah, da wo die Ausschläge sind, muss ich A drücken. Kapisch. Hey, du bist super. Gib mir dafür das Glas.
Dankeschön. Und tschüss. So, jetzt können wir Wasser auffüllen. Hervorragend. Los, Jungs, springt auf. Ab geht's, zur Front. Ah, jetzt muss ich auch noch ausweichen, den. Also, Mucke ist der Hammer. Ja, sorry, ich muss bei sowas einfach immer mitsingen. Meiner krächzenden Stimme. Es ist schon fast ein Tanz, das Spiel. Schön gemacht. Die Rowdies. Alle überholt. 7. September 1914. Die Taxis fuhren die ganze Nacht hindurch. Anna war stolz, Soldaten an die Front bringen zu können. Mit einem Hightech-getunten Auto. Als Anna schließlich ihr Ziel erreichte, erblickte sie die schreckliche Realität mit eigenen Augen. Mon ami, kann ich ihn retten? Nein. Halte durch, ich helfe dir. Ah, ich muss den rausziehen. Ist unter dem Pferd gewesen. No, 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 no. Shit. Ah, wieder eingerenkt. Sehr schön. Ja, bin ich wohl nicht so gut drin. Aber es geht noch. Kleines Tricktime-Event. 7 Monate vergingen, während derer sich Anna mit unerschütterlicher Hingabe dafür einsetzte, das Leid der verwundeten Soldaten zu lindern. Jedes gerettete Leben bedeutete einen kleinen Sieg über den Krieg. Doch der Krieg wütete weiter. Krieg. Krieg ist immer gleich. Das erinnert mich an Fallout. Hallo? Los, da lang. Okay, wem helfe ich? Der eingeklemmt ist, ist ja wohl am wichtigsten. Wie komme ich da hin? Was ist das? Ein Schrapnell. Mhm. Teil einer Granate. Da oben. Ha! Das müssen wir runterhauen. Den Schal da. Ist ein Schal abgebildet. Oh, hier neue Informationen. Das Blutbad. Die ersten 3 Monate des Krieges waren unvorstellbar blutig. Der 22. August 1914 gilt als der verlustreichste Tag des gesamten Konflikts. Auch die Zahl der Schwerverletzten überstieg bei weitem alles, womit die Generalstäbe gerechnet hatten. Das Sanitätswesen der damaligen Zeit war mit einem Konflikt solchen Ausmaß völlig überfordert.
Also irgendwie ist er da rausgegangen. Die Krankenschwestern. Sie sind die Engel des Weltkrieges. Freiwillige, die vom Roten Kreuz oder den Armeen angeworben wurden. Ob an der Front oder in den Krankenhäusern des Hinterlandes. Sie waren Pflegepersonal, Mutter und Vertrauensperson in einem. Ihr Tagesablauf war körperlich und seelisch überaus belastend. Sie tauchen in den Erinnerungen vieler Soldaten auf und für so manchen Sterbenden waren sie die letzte Begleitung. Nach dem Ende des Krieges wurden sie demobilisiert. Neuen Tagebucheintrag. Einige neue Tagebucheinträge. 7. September 1914. Die Lage hier ist entsetzlich. Gestern war ich noch in einem warmen, gemütlichen Wohnung und jetzt bin ich in den Tiefen der Hölle. So viele sind tot. So viele junge Leben verloren. Heute Morgen konnte ich einen Soldaten retten. Aber es gibt so viele, die gepflegt werden müssen. Morgen versuche ich näher an die Front zu kommen, damit ich den Bedürftigsten helfen kann. 22. April 1915. Was also in der Zukunft ist, von hier aus gesehen, weil das ja gerade 1914 spielt. Karl ist noch am Leben. Ich habe ihn in einem Zeppelin gesehen, der nach Süden flog. Morgen werden wir mit Anna und Freddy wieder nach ihm Ausschau halten. Auch in der Zukunft? Diese verwünschten Granaten wären beinahe mein Ende gewesen. So dicht vor meinem Ziel werde ich auf keinen Fall aufgeben. Offenbar heißt der Anführer von Dorf. Ich werde ihn erwischen. Alle anderen sind nur Figuren in seinem Spiel gegen mich. Heute Morgen haben wir in Ypern auf Befehl von Dors einen Wissenschaftler in Gewahrsam genommen. Die Armee ist an seiner Arbeit interessiert und anscheinend wird er Deutschland dabei helfen, den Krieg zu gewinnen. Er scheint nett zu sein, aber es ist schwer, etwas über ihn herauszufinden. Von Dorf lässt ihn stark bewachen. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht an meinen Marie und meinen Viktor denke. Ich habe sie jetzt seit 8 Monaten nicht mehr gesehen. Sie fehlen mir sehr. Das finde ich ein bisschen schade, dass im Endeffekt von den Personen hier oben sind das Informationen, die in Kapitel 1 noch waren, aber jetzt erst angezeigt worden, dass sie neu sind. Da oben ist Wasser. Wie komme ich denn dahinter? Ah. So. Ich habe genau gehört, dass hier irgendeiner in Not war. Da müssen wir den Baum fällen. Hier haben wir Wasser. Was mir hier eigentlich nichts bringt. Ich glaube, sie hinten schon mal, dass ich irgendwo reingehen konnte. Zum Beispiel hier. Nee. Okay, ich muss das ja checken. So, du hast Durst und hättest gerne Wasser. Nehmen wir das schon mal mit. Was hält das hier unten? Ist das zum Aufheben? Feldgeschirr mit Löchern. Beide Teller dieses Feldgeschirrs weisen Löcher auf. Vielleicht nicht mehr sehr nützlich, um noch etwas zu essen, aber scheinbar lebensrettend für einen Soldaten. Das Feldgeschirr wurde auf Nierenhöhe getragen. Als die Granate explodierte, hat das Feldgeschirr das kochend heiße Schrapnell gebremst und den Soldaten das Leben gerettet. Das Feldgeschirr wurde mit Rauch geschwärzt, damit es in der Sonne nicht glänzte. Ja, du hast Durst, du bist eigentlich nicht so wichtig. Oh, du willst ihm nicht das Bein absägen. Ach du Schande. Eine Socke. Feldsocken müssen wir aber nicht lesen. So, die stellen wir schon mal drunter. So, wahrscheinlich muss ich sowieso alle retten. Da ist nichts drin. Eine Säge. Ja, der eine wird wohl nicht so schnell verdursten. Bah. Das ist schon mal gut, dass da kein Fehler entstanden ist. Hier wird es jetzt noch schlimmer. Bloß keine Fehler. Das wäre schlecht bei so einer Operation. Die muss gut gehen. Hat dem Arm abgenommen, oder was? Ja, bedankt sich noch. Gar nicht in Ohnmacht gefallen, nichts dergleichen. Können wir sie trotzdem mitnehmen? Ja, nehmen wir sie mal mit, wer weiß. So.
Ziehen wir da dran? Was ist denn los, Kerl? Ich will jetzt gerne eine Krücke. Dafür muss ich den Baum sägen. Sehe ich das richtig? Ja, ne? Schal. Wofür ist der Schal? Ist die kalt? Nee, kalt ist sie schon mal nicht. Ja, ich soll den Leuten weiterhelfen. Ich verstehe. Krücke. Müssen wir mal schauen. Ich hole jetzt erstmal das Wasser. Bitteschön. Hast du hier was hinterlassen für mich? Nö, hast du nicht. So, wo geht's hier hin? Ah, du hättest gerne ein Kreuz. Ich hoffe, ich kann nochmal zurück. Hättest den Arm gerne verbunden, dann machen wir das doch mal. Ah, dafür brauchen wir den Schal. Okay, aber wir finden vielleicht hier noch was, also gehen wir besser nochmal zurück. Hier ist das Kreuz. Für den, der begraben wird. Also, wenn du nicht heilig gesprochen wirst, dann weiß ich es auch nicht. Ja, leb wohl. Wofür brauche ich das hier? Das ist die Krücke. Sehr gut. Krücke abgeben. Da unten glitzert was. Mal schauen. Aha. Brief eines preußischen Soldaten, 6. September 1914. Meine liebe Tochter, wir rücken zügig durch Frankreich vor. Die Landschaft ist wunderschön. Ich würde das lieber mit dir genießen, als hier Menschen zu töten. Ich denke die ganze Zeit an dich. Dein Vater, Wolfgang. So, hier hast du eine Krücke. Joker. Der Schal war hier drin bei dem Wasser. Also es ist doch recht easy gerade zum Glück. Mal schauen, was da noch für Kopfnüsse kommen werden. Mich würde interessieren, wenn es total schief geht, kann ich auch den Patienten verlieren? Da hinten schreit wieder einer. Aber lass uns erstmal da zur Ecke gehen. Ich will jetzt wissen, was hier noch ist. Aha. Ein Kamm? Ein Läusekamm. Okay. Da unten ist einer. Oh, ein Deutscher. Aber wir verarzten auch den Deutschen. Definitiv. Todesspritze. Nee, wird wohl so eine Art Insulin sein, vermute ich mal. Ah, verdrückt! Ah. War wohl ein Schrapnell drin. Die französischen Offiziere unterhielten sich über Belgien. Die deutsche Armee schickte sich an, eine neuartige Waffe zu testen. In der Nähe von Ypern, Annas Heimatstadt. Mama!
Anna machte sich auf, ihren Vater vor der drohenden Gefahr zu warnen. Als sie den Stadtrand erreichte, wurde sie vom Heulen der Sirenen empfangen. Also müssen wir gleich bei dem Punkt ankommen, wo... Das tödliche Gas war ihr zuvorgekommen. Mitfliegen geht nicht. Also irgendwo müssen wir gleich zu der Stelle kommen, wo wir auch sie getroffen haben, also die anderen Charaktere aus Teil 1, Kapitel 1. Ypern, eine Ruinenstadt. Die belgische Stadt Ypern war als Drehkreuz für Straßen-, Eisenbahn- und Kanalschiffverkehr von zentraler strategischer Bedeutung. Bereits 1914 wurde die Stadt zum Ziel heftiger Bombardements und 1915 folgte dann der Beschuss mit Giftgas durch die Deutschen. Am Ende des Krieges war die gesamte Innenstadt einschließlich der prachtvollen Kathedrale dem Erdboden gleichgemacht. Der technische Fortschritt. Der Beginn des 20. Jahrhunderts ist geprägt von einer rasanten technologischen Entwicklung. Das Ausmaß des Krieges und die industrialisierte Form der Kriegsführung brachten Neuerungen in nahezu allen Bereichen. Zunächst natürlich in der Militärtechnik. Flugzeuge, Unterseeboote, Zeppeline, Panzer. Aber auch die Medizin konnte bedeutende Fortschritte verbuchen. Etwa auf dem Gebiet der rekonstruktiven Chirurgie, der Hygiene und der Radiologie. Nicht zuletzt dank der Arbeit von Marie Curie, die tausende Röntgenaufgaben von Verwundeten machte. Okay. Also hatte auch etwas, ja, Positives kann man schlecht sagen, Krieg, aber hat der Wissenschaft was weitergebracht, ne? Oh, was ist denn passiert? Du vermisst deine Mama da oben. Okay, gehen wir mal gucken. Da ist eine Bombe eingeschlagen. Nicht gut. Jetzt wirst du ohnmächtig. Eieiei. Aber deine Tochter hat hier ein Baumhaus. Können wir was mitnehmen? Nein. Los, kavum, rein da! Autsch. Merci. Oh. You're welcome. Ui, was haben wir da bekommen? Holzdeckel? Holzdeckel mit Schnur, ein gewöhnliches Spielzeug der Zeit. Während des Krieges wurden auch die Spielzeuge kriegerischer. Mit Brettspielen konnten die Kinder berühmte Schlachten nachspielen, während andere Objekte dem Gegner schmähten. Nach dem Krieg wurden die Spiele und Spielzeuge wieder friedfertiger. Das wusste ich nicht. Können wir hier sonst was machen? Nein. Bombe zum Knallen bringen klappt nicht. Alles ist gut. Ja, super. Okay. Vorsicht, da hinten ist Gift. Der hat aber einen Schlüssel. Gehen wir das Gift. Da geht's irgendwo hoch. Oh, die da unten sind. Boah! Fall ich da runter? Nein. Ein Rad. Hier komme ich nicht weiter. Können wir einen von denen ziehen? Da drauf? Nee. Können wir sie auch nicht zum Einsturz bringen. Vielleicht von oben an Steine runterfallen lassen, dass alles einstürzt. Aber das wäre auch nicht so gut. Okay, wir haben ein kleines Rad. So am besten hier hinklemmen, würde ich sagen. Und hier ist ein großes Rad. Wie genau passt das? Kleine Rad. Nee, warte mal, können wir nicht. Das geht auch nicht, ne? Das ist doof. Kann ich auch nicht weglegen.
Gib mir mal das Rad. Und jetzt, wenn ich das große, kann ich das nicht direkt da dran machen. Nein, ich will das nicht da dran machen. Kann ich das nicht hier dran klemmen? Ja, zum Beispiel. Mir fehlt trotzdem noch ein großes Rad. Ich brauche irgendwo noch ein anderes Rad her. Da oben liegt eins. Seht ihr das links oben? Muss ich sehr wahrscheinlich durch die Erschütterung der Glocke runterkriegen irgendwie. Okay. Klappt nicht. Kann ich dagegen hauen? Ah, okay. Das reicht schon. Also keine von den Steinen, sondern die Kirchenglocke musst du runterhämmern. Yeah, wir sind gerettet. Habe ich doch gern gemacht. Was gibt es da unten? Das hier erstmal. Ah, Fenster geöffnet, damit das Gas weg ist. Und dann ab hoch da und helfen. Aber ich würde sagen, wir machen mal hier einen Break. Bis demnächst, euer Chojin.